In der letzten Ferienwoche gestaltete Viva West gemeinsam mit der evangelischen Jugend- und Familienhilfe eine Ferienfreizeit in Moers-Eickerwiesen. 20 kleine Mieter aus dem Quartier konnten für einen geringen Kostenbeitrag an dem abwechslungsreichen Betreuungsprogramm teilnehmen und ihre Ferientage vor der Haustür verbringen. Veranstaltungsort war das Nano-Stadtteilbüro in der Reinhold-Büttner-Straße. Es wurde gebastelt, gespielt und Ausflüge in die Natur unternommen. Die Woche stand unter dem Motto Tier und wir. Und so bauten die Kinder ein großes Insektenhotel auf der benachbarten Streuobstwiese. Das Areal, das allen Bürgern zur Verfügung steht, bietet eine Menge Platz zum Spielen und lädt ein, die Natur in direkter Nachbarschaft zu erkunden. Ein Angebot, das von den Kindern dankbar angenommen wurde. Teilweise standen die schon um 8:45 bei uns vor der Tür, obwohl wir erst um 10 Uhr gestartet haben. Und da merkt man schon, dass die Kinder einiges davon mitnehmen und wirklich Spaß haben an der Sache, die wir mit ihnen machen. Mit einem Abschlussfest, zu dem auch die Eltern und Geschwister eingeladen waren, endete die spannende Woche. In verschiedenen Viva West-Quartieren über ganz NRW verteilt fanden ähnliche Ferienaktionen statt. In Kooperation mit örtlichen Vereinen und Institutionen, finanziert durch die Viva West-Stiftung. Wir freuen uns, dass die Kinder Spaß hatten und die Gelegenheit ist gut. Wir haben hier nebenan ein großes Wohnquartier und deswegen so ein bisschen Natur näher zu bringen, ist schön. Insbesondere für berufstätige Eltern ist die Betreuung der Kinder in den schulfreien Wochen immer wieder ein großes Problem. Und wenn sich die Kids nicht gelangweilt haben, wurde alles richtig gemacht. Es hat ihm super gefallen. Also der hat jeden Abend davon erzählt, dass sie da gebastelt haben, was unternommen haben, unterwegs waren. Es hat ihm sehr viel Spaß gemacht. Er war auch abends K.O.